Aloha, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Cooler World. Ja, in der letzten Folge sind wir in der Antarktis gelandet und da wurde es nicht nur glatt, sondern auch richtig hektisch teilweise. Aber bis jetzt habe ich mich ganz gut geschlagen, habe nur wenige Fehlschläge gehabt. Und diese Folge, die wir hier jetzt sehen, ich kann auch aus dem Pausemenü rausgehen, ist sehr, sehr interessant und sehr, tricky, denn es gibt keine Sanduhr, man hat nur 34 Sekunden oder jetzt 33 Sekunden Zeit, um diesen Level zu lösen. Und das Einzige, was einem dabei hilft, dass einem die Zeit nicht davon läuft, sind diese Uhr-Symbole, die dafür sorgen, dass man halt, dass die Zeit stehen bleibt. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen gucken, wo ich lang muss. Denn ich möchte ja auf jeden Fall auch die Frucht mitnehmen. Aber mache ich einfach mal einen Versuch. Ich habe mehr als genug Punkte, also wenn ich jetzt das nicht schaffen sollte, ist es nicht schlimm. Dann gibt es eben noch einen Versuch. Fangen wir an. Münzen, Münzen, Münzen. Dort haben wir die Frucht. Hier gibt es einen Schlüssel. Münzen, Münzen, Münzen. Ja, komm schon. Oh, verdammt. Jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Ganz kurz gucken. Ja, das war jetzt doch gar nicht so schwierig, aber ich denke mal, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, könnte man angesichts der kurzen Zeit, die einem bleibt, schon mal in Panik geraten. Aber nö, das war jetzt leicht. Puh. Ja, das wird auch nicht so leicht. Man könnte jetzt hier einfach geradeaus springen, aber dann würde man runterfallen. Das werde ich diesmal aber nicht demonstrieren, ne? Also ich habe es ja schon gemerkt im Kommentarbereich, dass meine so geht es nicht Demonstrationen sehr beliebt sind, aber nee, das ist diesmal nicht. Was man tun muss, hier, da ist auch noch eine Frucht, da könnte ich jetzt rankommen, indem ich da gerade ausspringe, aber dann würde ich wohl und übel über diese Tabletten rutschen, deswegen mache ich es lieber mal so. Und habt ihr das gerade gesehen? Ich demonstriere es noch einmal. Wisch. Da oben tauchte ganz kurz eine Plattform auf, eine unsichtbare. Und verdammt, die Zeit läuft. Mir läuft die Zeit davon. Ich muss mich beeilen. Da habe ich hier gelabert und gelabert und... Bah! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo war es nochmal? Ich glaube, dort. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch springe. Ja. Und jetzt passt mal gut auf, Leute. Hahaha. Geheimer Ausgang. Das wusste ich sogar noch. Einige geheime Ausgänge in den letzten Welten habe ich ja verpasst, aber an diesen konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich bin auch stolz darauf, sagen zu können, dass ich den alleine durch Ausprobieren rausgefunden habe. Ich habe eigentlich nie in irgendwelchen Guides nachgeguckt, wenn es um die Lösung eines Levels ginge, sondern habe immer versucht, das selber zu lösen. Weil das ist ja auch der Spielspaß an Cooler World. Na gut, schauen wir uns dieses Bonus-Level mal an. Oh ja, Das. Nee, falsch. So. Und das war's schon. Jetzt ab ins Ziel und... So, jetzt mal ein kurzer Kommentar an Rex, meinen Kumpel, der auch gut Cooler World Fan ist. Man kann diesen Level sehr wohl beenden, ohne dass man die Pillen einsammelt. Es ist nur ein bisschen komplizierter. Wusstest du das schon? Naja, so habe ich es auf jeden Fall geschafft und bin in keine der Pillen reingeraten und gehen wir weiter. Oh ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Welt, an den Level in Welt 2, der ähnlich aufgebaut war wie hier. Hier gibt es wieder Trampoline und jetzt muss ich wieder aufpassen, wie ich springe, denn ich möchte natürlich wieder die Frucht bekommen. Denn ich denke mal, nur ins Ziel zu springen ist jetzt nicht so schwer. Aber es soll die Frucht mit dabei sein. Aus diesem Grund springe ich mal hier hin, hole mir ganz schnell alle Münzen und dann hole ich mir die Frucht und anschließend die Schlüssel und dann geht's ins Ziel, Leute. So, die Frucht ist da oben
Also jetzt hier, aber jetzt wieder vorsichtig. So. Und jetzt kann ich, glaube ich, zu den Schlüsseln springen. Na, ich weiß jetzt gar nicht, ob hier jetzt noch irgendwo eine Falle lauert oder ob das schon alles gewesen ist. Aber ich denke mal, das war das ganze Schwierige da dran. Und vielleicht noch die Zeit, aber ich denke mal, ja. Geschafft. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Nur wenn man es zum ersten Mal spielt, wieder mal, wie immer, könnte es vielleicht ein bisschen komplizierter sein. Tja, der Level war auch insofern ein bisschen interessant und schwierig, weil, ja, hier sind Eisfelder, das heißt, es ist nicht so einfach, an die richtige Stelle zu springen. Da muss man ein bisschen genauer gucken. Ne? Genau, man sieht es schon und die Zeit macht einen auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Nee, so ist es falsch. Ich spring mal hier hin, denn ich möchte unbedingt die Frucht haben. Und jetzt? Wie war das nochmal? Ah, ich glaube, ich kann dorthin springen. Die Münzen hole ich mir auch noch, aber jetzt wird die Zeit knapp und ich habe noch keinen einzigen Schlüssel. Also das wird jetzt ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob ich das alles rechtzeitig schaffen werde. Aber das sehen wir dann, Leute. Ja, Gott. Da, oh Gott, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Das wird verdammt knapp. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das noch ausreicht. Ah! Der Schlüssel ist nicht da. Er ist nicht da. Verdammt, die Zeit reicht nicht. Oh nein, Leute, das schaffe ich nicht mehr. Nee. Seht ihr, das ist ganz schön heimtückisch. Ich muss das vielleicht etwas anders angehen. Ich sollte es vor allen Dingen es irgendwie so versuchen, dass ich die Schlüssel sofort kriege und nicht erst noch lange Umwege fahre. Also hier muss man sich die Zeit wirklich ganz genau einteilen. Tja. Ich räume mal woanders lang. Vielleicht gewinne ich hier ja einen Blumentopf. Ja, ich glaube, das war schon mal... Nein! Oh Gott! Das war gar nicht gut. Oh je, es geht los, Leute. Es wird richtig kompliziert für mich. Ich glaube, jetzt ist es richtig. Oder? Oder? Bitte, bitte, bitte? Eine kleine Abkürzung genommen. Dann, das war auch nicht so schlecht. Das werde ich mal wiederholen, diesen Schritt. Und ich glaube, dann hatte ich es schon fast. Mal kurz auf die Uhr mich stellen. Ja. Zeit läuft, aber ich glaube, ich werde es schaffen. Ja. Und? Ist der jetzt... Ah! Puh. Glück gehabt. Hab nur zwei Versuche gebraucht. Ich hatte wirklich jetzt befürchtet, das würde jetzt schlimmer werden, aber nein. Alles geschafft. Na, hier muss man sich das halt wirklich ganz genau einteilen mit der Zeit, aber beim ersten Spielen habe ich da wirklich mehrere Versuche für gebraucht, um das zu lösen. Also diese paar Eisfälle, die da sind, die haben das Ganze schon so kompliziert gemacht, also... Aber egal, Leute, geschafft. Okay. Ich
ich denke mal, dieser Level ist jetzt auch nicht so schwierig. Dort lieber nicht hin. Im Moment habe ich gerade keine Idee, wie ich an die Frucht komme, aber ich bin sicher, dass es da auch einen Weg gibt. Ja, genau so. Ja, das nehme ich jetzt mal mit, das ist nicht so schlimm. Ja, hier gibt es ja noch eine Uhr, die ich nehmen kann. Ich glaube, dann werde ich auch direkt mal warten, bis die Zeit abläuft. Und dann werde ich versuchen, die restlichen Münzen zu holen. Und ich glaube, die Frucht befindet sich auch dort oben, da hinten auf der gegenüberliegenden Seite von diesem Block oder diesem Balken, der da so nach oben steht. Und vielleicht komme ich auch noch an diesen Rubin da vorne, aber das sehe ich gleich. Bei der Münze, die hier links von mir ist, bin ich mir nicht so sicher, ob ich da noch ankomme oder wie ich gerade rankommen kann, aber... Ah doch, jetzt sehe ich einen Weg. Ich denke, das kann ich alles komplett holen irgendwie. Gut, auf ans Werk, Leute. So, dann... Nehme ich auch in Kauf. Dann einmal so. Ja, ich musste da sogar hin, um Dings zu holen. Ach ja, was rede ich da von der Frucht? Die Frucht habe ich doch schon. Jetzt nur noch ins Ziel. Nur noch. Ich sehe schon wie. Gibt es noch einen Weg, an einen Diamanten zu kommen? Nee, ich glaube jetzt nicht mehr. Den hätte ich wahrscheinlich vorher holen müssen. Ja. Aber das passt schon, Leute. Hauptsache die Frucht und willkommen in unser erstes Bonus-Level in dieser Folge. Oh je. Yeah. Ich weiß nicht. Ein bisschen... vielleicht nicht schwierig, aber man muss ein bisschen aufpassen, wo man hinspringt, denn sonst... springt man halt total blöd. So, ich hoffe, dass das jetzt passt. Nee. Passt nicht. Seht ihr? Ich war mir nicht sicher, wie ich es machen soll. Ja, wiederhole ich das jetzt nochmal? Nee, ach. Es ist zwar schade, aber... Der Schwierigkeitsgrad steigt und ich kann eben nicht mehr garantieren, dass ich die Bonuslevel alle löse. Ich hatte mit diesem Level schon immer so ein bisschen Probleme. Aber ein paar Mal habe ich ihn auch schon gelöst, aber jetzt wusste ich nicht mehr genau, wie ich es machen soll. Also werde ich an dieser Stelle mal speichern. Ich nehme lieber einen anderen Spielstand. Da Folge 4 neulich nicht aufgenommen hat und falls es nochmal passiert, möchte ich jetzt nicht noch ewig nachspielen. Deswegen werde ich mal einen anderen Spielstand überschreiben. Ja, herzlich willkommen im nächsten Gebiet, Leute. Eine ziemlich rostige Welt und das hier, das ist vielleicht irgendwo Grand Canyon oder sowas in der Art, ich weiß es nicht. Und hier gibt es neue Hindernisse und diese Pfeile da, die haben schon eine Bedeutung. Man kann nicht entgegen der Pfeilrichtung rollen oder springen. Da ist eine unsichtbare Wand. Deswegen mal schnell alles einsammeln. Ich möchte ja auch die Frucht noch holen. Ich glaube, hier muss ich auch wieder das so machen, um an die Frucht zu kommen. Einmal so, einmal so, dann hier lang. Das ist noch relativ leicht, so als Einführung. Aber auch das wird noch richtig schwer werden. Ich kann mich gut daran erinnern, beim ersten Mal war das gar nicht so einfach, weil man kann sich auch mal leicht davon irritieren lassen. Man denkt, wenn man das Prinzip in den Fallen verstanden hat, dann ist das überall anwendbar, aber nur hier, ne? Also, ich kann da jetzt auch nicht runterfallen, aber von hier aus kann ich schon dorthin springen. So, deswegen springe ich mal dorthin. Dort, 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 dort. Dann hole ich mir diese restlichen Münzen hier. Da war ich schon. Und auch die Frucht kann ich mir natürlich noch holen auf diese Art. Tja, eigentlich recht einfach, ne? Aber es kann einem schon mal verwirren.
weiter geht's. Gut. Na, da springen wir ins Nichts. Natürlich nicht, aber... So, aber da kommen wir nicht weiter. Wir müssen auf der anderen Seite entlang springen. Dann können wir uns auch hier diese restlichen Gegenstände holen. Mal sehen. Und jetzt werde ich nochmal die Frucht holen. Ohne die gehe ich nicht. Geschafft, Leute. Gucken. Oh ja, ein neues Hindernis. Erinnert aber ein bisschen an die Hindernisse aus der zweiten Welt, aber hier muss ich noch nicht hin. Zunächst einmal geht es nur darum, den Schlüssel und die Frucht zu holen. Für die Frucht springen wir einmal nach dort. Ja, und den Schlüssel hole ich mir mal später. Da gibt es auch eine Methode, den zu holen. Ich glaube, es war sogar hier irgendwo. Hole ich mir jetzt noch die Uhr? Ja, die Zeit läuft langsam wieder ab, also warte ich noch kurz. Dann kann ich mir auch noch überlegen, wie ich an den Schlüssel komme. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es wird sicherlich einen Weg geben. Lalala, ach komm. Ich bin sicher, die Zeit wird ausreichen. Also dort nicht. Versuche ich es nochmal auf der anderen Seite. Beziehungsweise vielleicht von hier. Ja, genau. Haha, geschafft. Und jetzt muss ich nur noch ins Ziel kommen, ohne von diesem Hindernis getroffen zu werden. Ja, geschafft. Geschafft, Leute. Oh mein Gott, dasselbe Prinzip wie in dem anderen Level, nur deutlich komplexer. Ja, hier werde ich gleich mal langrollen, denn ich möchte natürlich die Frucht haben. Ja, auch das. Da war ich schon. Dann will ich da nochmal lang. Denn ich möchte alles haben. Jeden Gegenstand, den ich irgendwie kriegen kann. Gut so. Jetzt nur noch ins Ziel kommen. Irgendwie. Mal gucken, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, wie das ging. Da kann ich echt keine Garantie abgeben, dass ich das noch weiß. Aber doch, schon geschafft. Ja, die Uhr hätte noch Punkte gebracht, aber da kann ich drauf verzichten. Und wieder ein Bonus-Level. Brrr, na dann. Ah, ich glaube, hier ist das ähnliche Prinzip wie in diesem einen Level, was ich schon mal hatte. Wenn man hier hinspringt, kann man sich nämlich die Diamanten oder in dem Fall Smaragde holen, die ein bisschen mehr Punkte bringen. Mal sehen, mehr Blöcke gab es nicht, genau. Die hole ich mir mal zum Schluss, die Pillen. Geschafft! Yay! Ich bin zufrieden, Leute. Oh je, und hier sehen wir noch was Neues, Leute. Portale, Portale. Die teleportieren einen ja woanders hin, ja, ne? Wer hätte es gedacht? Oh Gott, wie war das jetzt nochmal? Wie kann man da jetzt nochmal hin? Ich glaube, ging das überhaupt irgendwie? Oh Gott. Jetzt muss ich ja erstmal überlegen. Ich habe jetzt gerade irgendwie gar keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Puh. Nee, keine Ahnung. Ah.
Jetzt hab ich's geschnallt. War hier noch was? Nein, an der Stelle habe ich alle Items eingesammelt. Zack, geschafft. Ah ja. Lass mich nochmal zurück teleportieren, denn ich will natürlich auch die Frucht noch mitnehmen. Und die Zeit läuft, ich muss mich ranhalten. Oh Gott, wie ging das? Oh Gott, wie ging das nochmal? Verdammt. Panik, Leute, Panik. Habe geschafft. Oh je. Aber ich glaube, so schwer war der Level auch nicht. Ich denke mal, wenn ich diese Trampoline da benutze, komme ich an den Schlüssel ran. Aber das mache ich mal später. Ich rolle erstmal hier lang, um zu gucken, ob ich hier noch irgendwas finde, was von Interesse, aber ich glaube nicht. Dann mache ich das einfach mal. Jo. Jetzt mal gucken, ob das richtig war oder ob das falsch war. Uah. Dem sollte ich lieber... Verdammt. Das Hindernis wurde nur vom Schlüssel aufgehalten und danach wäre es einfach unkontrolliert weiter, ja, sich bewegt. Das habe ich gar nicht mehr gewusst oder habe ich völlig vergessen. Na gut, Leute, ich mache noch einen Versuch, aber das mache ich erst in der nächsten Folge von Let's Play Cooler World. Über Likes und Kommentare würde ich mich sehr freuen. Abos sind auch sehr willkommen, wenn ihr möchtet. Und falls ihr Cooler World auch so sehr mögt wie ich und ihr mal sehen wollt, wie man das Spiel auch mal ganz schnell durchspielen kann, wenn ihr mal einen echten Cooler World Profi bei der Arbeit sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal beim Kanal von meinem Kumpel Rex vorbeischauen. Der ist auch ein Cooler World Fan wie ich und der spielt das Spiel in Lichtgeschwindigkeit durch. Das ist schon ziemlich unglaublich dabei zuzusehen. Aber na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.